Was für eine Scheiße, sage ich euch. Nicht mal ein halbes Jahr alt ist jetzt der E-Scooter, den ich euch ja bereits in diversen Videos hier vorgestellt habe. Und zwar handelt es sich das um den Nineboard F2 Plus D. Und ja, ich nehme euch heute mal mit auf die Schattenseite, denn mein Scooter ist kaputt gegangen. Ja, was ist jetzt nun eigentlich passiert? Und zwar eines Morgens bin ich zum Einkaufen gefahren oder wollte besser gesagt zum Einkaufen fahren. Das mache ich in der Regel ganz gerne mit dem Scooter, weil wir halt diesen Henkelhaken haben, wo wir halt bestimmte Gegenstände dran aufhängen können. Also ich nutze das halt, um die Einkaufsbeutel oder besser gesagt den einen Einkaufsbeutel anzuhängen. Und dann fahre ich meist in der Regel noch mit einem sehr großen Rucksack, wo auch eine Menge reinpasst. Und so spare ich dann halt den Weg mit dem PKW. Ich fahre ganz einfach mit dem E-Scooter zu Kaufland, Lidl und sammle so meine Sachen ein. Auf jeden Fall war ich an dem Morgen auf dem Weg zum Einkaufen und auf der halben Strecke fing der Roller plötzlich an, seine Leistung zu reduzieren, an zu piepen und konnte nur noch mit sehr viel Mühe bis auf 11 km/h hochbeschleunigen. Also bin ich abgestiegen, habe mir vielleicht im ersten Moment gedacht, hat der Scooter sich spontan ausgeschaltet und die Code-Lock-Funktion ist wieder reingegangen. Dem war allerdings nicht so. Und nach der ganzen Aufregung, was jetzt nun letztendlich damit passiert ist, habe ich dann auch gesehen, dass so eine rote, leicht schimmernde 21 vorne auf dem Display erschienen ist. Und ja, der Scooter ließ sich halt nicht mehr schneller beschleunigen als 11 km/h. Also habe ich den Roller geschoben und als ich zu Hause war, bin ich dann in die Nineboard-App gegangen und dachte, vielleicht kriege ich da mehr Antworten auf mein jetziges Problem. Und ja, ich hatte zwar eine neue Erkenntnis, aber die hat mir jetzt auch nicht weiter geholfen. Und zwar, wenn ich mich mit der Nineboard-App mit dem Scooter verbunden habe, ist dann ein BMS-Pairing-Fehler aufgetreten. Und ich habe zwar jetzt nicht so viel Ahnung von Batteriemanagementsystemen, aber so in der ersten Überlegung dachte ich mir, entweder eine Steckerverbindung ist vielleicht ab oder eine der einzelnen Zellen ist vielleicht über oder zu weit entladen, dass der halt einen BMS-Pairing-Fehler hat. Im Internet geguckt, wie man sowas beheben kann oder ob es dazu irgendwas zu lesen gibt und auf einigen Forenbeiträge bin ich gestoßen, die aber schon einige Jahre zurücklegen mit älteren E-Scootern von Ninebot. Und ja, viel schlauer bin ich nicht draus geworden, außer dass viele halt den Scooter aufgeschraubt haben und probiert haben, selber die Fehler zu beheben, aber das für mich halt nicht in Frage kam, weil der Scooter halt eigentlich noch voll in der Garantiezeit ist, ne? Ja, also, was macht jeder normale Mensch? Richtig den Scooter in die Ecke feuern und einfach einen neuen bestellen. Ist ja ganz klar, was kostet die Welt, ne? Natürlich Spaß beiseite. Ich habe probiert, mit dem Nineboard Support Kontakt aufzunehmen und ja, das hat sich ein bisschen schwieriger herausgestellt, als ich mir irgendwie erhofft habe. Wenn ich normalerweise Sachen bei Amazon bestelle, dann gebe ich halt dort einmal an, dass das Gerät defekt ist oder wie auch immer und dann wird sich halt darum irgendwie gekümmert und hier brauchte es schon so 5, 6 E-Mails hin und her, wo halt auch immer 1 bis 2 Tage Wartezeit waren, bis wieder eine Antwort kam, um dass wir letztendlich auf einen Nenner gekommen sind, damit der Scooter wieder eingeschickt werden kann. Ja, was soll ich sagen? Ninebot hat mir vorher irgendwie angekündigt, dass eine Servicegebühr von 39,95 fällig wird für den Fall, dass es sich nicht um Garantieabdeckung dreht, also dass man sozusagen dann den Technikbereich bezahlen muss, der halt die Sichtung durchführt. Und ja, ich brauchte halt einen neuen Versandkarton, ne? Weil ich weiß ja nicht, wie ihr das handhabt, aber meiner ist kurze Zeit darauf in den Müll geflogen, wo halt der Scooter damals bei mir ankam. Weil es sind ja schon riesige Kartons, ähnlich wie wenn ihr 55 Zoll Fernseher bestellt und der Keller hat halt nur einen begrenzten Platz dafür. Außerdem bin ich jetzt nicht davon ausgegangen, dass das Gerät nach 1, 2, 3, 4 Monaten die Grätsche macht. Ja, Karton bestellt bei Amazon, habe ich glaube ich einen schlappen Zehner für bezahlt.
Gerät eingepackt, wurde dann von UPS abgeholt vor der Haustür. Und ja, was ich sehr schade fand, ist, dass Ninebot mir weder eine Bestätigung gegeben hat, dass das Paket bei denen angekommen ist, noch dass sie es wieder versandt haben, also nach der Reparatur. Ich habe jetzt, heute ist das Paket, also der Scooter, zurück angekommen. Es hat jetzt so roundabout 10 bis 11 Tage gedauert, seitdem ich es eingeschickt habe, bis es heute wieder angekommen ist. Und ich würde mal sagen, wir schauen jetzt mal gemeinsam dort hinein. Wie ihr jetzt unschwer erkennen könnt, der Scooter ist halt wieder da. Ich hatte jetzt aber weder ein Schriftstück von Ninebot drin zu legen, wo dran jetzt der Fehler überhaupt, also was jetzt eigentlich der Fehler war, wie man das vielleicht in Zukunft vermeiden könnte. Aber ich habe ihn ohne eine Servicepauschale, die ich zahlen musste, erstmal zurückbekommen. Ich meine mal, wäre ja auch eine Frechheit und ein Unding eigentlich gewesen. Der Scooter ist ja schließlich noch nicht mal ein halbes Jahr alt. Also jetzt, wo ich ihn bekommen habe, ist er jetzt fast ein halbes Jahr alt. Aber aufgefallen ist, dass der Transport oder die Mitarbeiter also nicht gerade so pfleglich mit dem Scooter scheinbar umgehen. So habe ich jetzt hier überall Abrieb. Die Kabelverbindungen sind schon ein bisschen gequetscht, die in der Lenksäule drinne sind. Ja, aber gut, wenigstens ist er wieder zurück. Und da, das finde ich jetzt natürlich nicht so schön, wenn man immer darauf eigentlich Acht gegeben hat und aufgepasst hat, dass der Scooter jetzt eventuell nicht überall aneckt, und im Endeffekt wird dann damit dann so umgegangen. Wahrscheinlich aus dem Auge, aus dem Sinn, der Scooter ist verkauft, scheiß die Wand an. Ich jetzt zum krönenden Abschluss werde ich erstmal probieren, ob der Scooter jetzt überhaupt seinen Fehler eingestellt hat und ob der fertig repariert ist. Also ich kann ihn auf jeden Fall jetzt schon mal wieder ohne Probleme anschalten. Es piept nichts, es kommt kein Fehler 21. Und ja, ich werde wahrscheinlich jetzt erstmal rausgehen und mal gucken, ein paar 3 Meter fahren, um mal zu schauen, ob er denn wieder verkehrstüchtig ist. Ja, also wie ihr unschwer erkennen konntet, funktionieren tut er wieder. Er fährt wieder seine gewohnten 22 km/h. Er piepst nicht, er zeigt keinen Fehler in der entsprechenden Ninebot-App an. Ich musste jetzt nur das ein oder andere Software-Update im Nachhinein nochmal durchführen, damit der Roller wieder auf seine Firmware kommt, die momentan die aktuellste ist. Ja, was sage ich jetzt nun zu der Reparatur von meinem Ninebot F2 Plus D? Ich muss sagen, ich hätte mir gerne einen transparenteren Service gewünscht. Also es fängt an halt mit dieser Sache, dass mir diese Servicepauschale vorher angedroht wurde, die jetzt scheinbar gar nicht fällig geworden ist oder ich die auch nicht zahlen musste im Vorfeld. Was ich zum einen sehr komisch finde, warum man sowas erst kommuniziert, aber dann man diese Gebühr gar nicht zahlen muss. Also verstehe mich nicht falsch, ich bin zufrieden darüber, dass man das nicht machen muss, ne? Aber trotzdem, warum wird es dann so kommuniziert? Dann, dass man, wenn man jetzt den Versandkarton natürlich nicht mehr hat, dass man sich selbst darum mehr oder weniger kümmern muss, ne? Dann, dass der Versand mit UPS läuft, ist per se nicht schlecht. Aber wenn man keine Ahnung von UPS hat und bis jetzt noch nie was von den Versand bekommen hat, dann finde ich das jetzt auch nicht gerade sehr schön. Was sie mit dem Roller gemacht haben, dass er jetzt wieder funktioniert, ist schön. Aber es hätte ja auch gar nicht passieren dürfen im Regelfall, wenn man den Roller jetzt nicht gewaltmäßig irgendwo rüberprügelt oder irgendwas macht, wofür der Scooter nicht ausgelegt ist, dass der schon nach 5 Monaten oder nach 4 Monaten den Geist aufgibt. Da sehe ich schon die Pflicht des Herstellers, dafür zu sorgen, dass alles astrein funktioniert, weil letztendlich probiert ihr ein Produkt zu verkaufen an mich als Kunden. Und da muss man ja schon gewährleisten, dass der Scooter eine bestimmte Strecke, eine bestimmte Lebensdauer erreicht. Ansonsten fertigt ihr, tut mir leid, so wie es ist, halt einfach kein gutes Produkt. Ja, den ganzen Sommer bin ich sehr zufrieden gewesen. Die 350 Kilometer, die ich bis jetzt damit gefahren bin, ich weiß, wahrscheinlich viele von euch haben schon, weiß ich nicht, was, 700.000 Kilometer gefahren oder wenn nicht sogar noch mehr in der Zeit, wo ihr den Scooter habt. Aber war ich eigentlich immer sehr zufrieden, halt bis auf jetzt, dass der den Geist aufgegeben hat. Hoffen wir mal und die Daumen sind gedrückt, dass er jetzt
nicht nach kurzer Zeit wieder anfängt, einen BMS-Pairing-Fehler zu zeigen. Man steckt ja in dem Gerät nicht drin und man weiß ja leider Gottes auch nicht, was jetzt der Fehler war und wie dieser behoben wurde. Wurde jetzt ein Teil ausgetauscht, wurde eine Steckerverbindung einfach aufgemacht und wieder geschlossen. Man steckt ja da nicht drin. Ja, das war's auch mit dem kurzen Video und meiner Erfahrung, was ich jetzt mit dem Service vom Ninebot Segway erleben durfte. Hauptsächlich habe ich das Video gemacht, um euch halt nicht nur den Scooter vorzustellen, wie toll ich ihn fand oder wie viel Reichweite der hat, die ganzen positiven Eigenschaften, die ich euch vielleicht in den Videos mal aufgezeigt habe mit Akkugröße und dass ich so zufrieden bin, sondern ich wollte euch jetzt auch mal halt mit dahin nehmen, dass ich mich jetzt mehr oder weniger geärgert habe. Ne? Also es ist nicht alles schön an dem Roller oder an dem Scooter, ich will mal Roller sagen, das heißt ja eigentlich E-Scooter. Es ist eigentlich ganz alles ganz gut gewesen, bis auf halt jetzt, dass ihr den Geist aufgegeben habt. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und in Zukunft nicht mehr solchen Content verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.